in der CIA Immobilienkongress, es war auch Thema der Leerstand. Und sie haben den Leerstand nur so gesehen, es gibt auf dem Land Leerstand, und wenn wir da die Leute, die in die Stadt Wohnung brauchen, in die Land schieben würde, dann hätte man kein Wohnungsproblem mehr. Also, ja. Und Leerstand gibt es aber leider auch in Berlin, und das ist kriminell, wenn 50.000 Wohnungslos gibt, leerstehende Wohnung zu lassen. Deshalb, jetzt kommt Hashtag besetzen. Jeder Stein, der abgerissen wird, von uns zurückgeschmissen. Jeder Stein, der abgerissen wird, von uns zurückgeschmissen. Werdet Hausbesitzer, sagt schon Günter Netzer, werdet Hausbesitzer. Jeder Stein, der abgerissen wird, von uns zurückgeschmissen. Ja, meine Rede. Kurze Klarstellung, eigentlich ist es vielleicht nicht nur Leerstand das Problem, sondern die Eigentumsstrukturierung. Wir können in Berlin und vor allem eigentlich auch hier heute mit dieser beschissenen Konferenz und gleichzeitig mit all diesen krass schönen Geschichten, die hier heute erzählt wurden von Widerstand, vieles beobachten. Zwei Dinge eigentlich vor allem. Einerseits spitzt sich die Krise, die der Kapitalismus mit der Stadt anstellt, immer weiter zu. Andererseits wächst der Widerstand. Die Scheiße ist aber immer noch Scheiße. Deswegen, lass uns weitermachen, lass uns mal was tun. Tu mal was. Deswegen organisiert ein Bündnis, dessen Teil auch Hashtag besetzen ist, mit verschiedenen Gruppen vom 26. bis 29. September die Tu mal was Aktionstage, die wohnungspolitische Kämpfe weiter zuspitzen werden. Aktionstage bieten sich an, um öffentlich beworbene Veranstaltungen wie Diskussionsrunden, Workshops, Filmabende und Soli-Partys mit handfester Praxis zu kombinieren. Thematisch geht es um die Enteignung, die Aneignung, das Sich-Widersetzen und den Erhalt von Räumen und Orten, in Theorie und Praxis. Ein Ziel der Aktionstage ist es, die Vielfalt von Aktionsformen sichtbar zu machen. Dafür ist auch eine Rückbesinnung auf die bestehende Vielfalt und die Einbindung ehemaliger und fortwährender Besetzungen notwendig. Zentral sind hier die Kämpfe bestehender Projekte in Berlin, wie die Liebig 34, die Potze, das Syndikat, die Meute, die Riga 94 und die Veränderung angedrohter Räumungen und die Neubesetzung anderer Räumlichkeiten. Widersetzt euch! Besetzt vom 26. bis 29. September Häuser, Wohnungen, Büros und öffentlichen Raum. Kämpft für den Erhalt bedrohter Projekte und eine lebenswerte Stadt. Wir wollen diese Stadt praktisch aneignen. Dafür seid ihr alle gefragt. Erfolgreich können die Aktionstage nur dann, aber genau dann werden, wenn ihr euch beteiligt. Durch eine bunt widerständige Mischung aus unterschiedlichen Aktionsformen und Veranstaltungen. Wir wollen uns über Vorstellungen und Wünsche für die Aktionstage mit euch austauschen. Kommt alle längs. Am 4.7. um 19 Uhr gibt es eine Vollversammlung im Mehringhof, im Versammlungsraum um 19 Uhr. 4.7. 19 Uhr, Mehringhof. Aktionstage. Wir hoffen, ihr kommt zahlreich, um den vielfältigen, widerständigen Ausdruck zu geben, den die Aktionstage brauchen und den der wohnungspolitischen Kampf ihre Stärke gibt. Also, kommt vorbei, ladet eure Freundinnen und Bezugsgruppen ein, dann fliegen hier bald die Löcher aus dem Käse.